So, hi und herzlich willkommen. Ich bin der Firewanderer X und heute geht es um Löcher flicken bei Softshelljacken und Gore-Tex-Membranen. Ja, beim letzten Aufstieg zum Watzmannhaus hatten wir Steigheisen. Ich bin sehr froh, dass ich Löcher in der Hose habe, aber nicht im Schienbein, denn die Löcher kommen vom Steigeisen. Und zwar gibt es für solche Sachen Kleber. Natürlich gibt es auch diese Sets, wo ganze Patches dabei sind, aber dieser Kleber ist wirklich universal einsetzbar für kleine Löcher. Ihr seht, ich habe das noch zu. Ich habe da aber bereits schon mal damit gearbeitet und ich kann nur sagen, ich habe es wieder gekauft. Ja, widmen wir uns mal dem ersten Loch. Ihr seht vielleicht, dass da mein Finger hindurch passt. Es sind auch kleinere Löcher dabei. Ich habe jetzt die Hose auch nicht gewaschen, aber ich brauche sie gleich morgen. Wenn ihr das Video seht, dann bin ich schon wieder vom Berg unten. Und zwar machen wir diesmal Watzmann im Winter. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Wenn ihr größere Löcher habt, so wie die, und der Kleber hindurchlaufen würde, dann gibt es die einfache Möglichkeit zum Flicken. Das geht dann auch bei Membranjacken so. Ich habe jetzt hier Duct Tape, Panzertape. Das kleben wir von innen gegen diese Stelle. Das hilft uns einfach dabei, dass der Kleber nicht nach hinten durchläuft und wir auch eine ziemlich glatte Abschlussfläche bekommen. So, jetzt passt der Finger nicht mehr hindurch. Wo ist der Kleber hin? Hier. Ja, und hier nochmal der Name. Storm Sure, gibt es auf Amazon, Link steht unten drin. Kann benutzt werden zum Boote flicken, Zelte flicken, alles was kleiner ist. Auch Fahrradschläuche würden damit gehen zum Flicken. Das ist ein Industriekleber. Ihr seht, wie klein der verpackt ist. Klebt wie Hölle und ist dabei auch noch elastisch. Und das ist das Wichtige dabei. Und es sind auch extra Handschuhe mit drin. Also wenn ihr euch nicht so sicher seid, nehmt die Handschuhe zur Hilfe und es ist gut dann. Ja, so. Ich hoffe, es geht jetzt einigermaßen mit der Kamera. Und hier müsst ihr schon vorsichtig sein, nicht hier in der Mitte zu quetschen, weil sonst quetscht es euch gleich alles raus. Und schon läuft er. Das ist natürlich der Nachteil an diesen Tuten. Auftragen. So, das ist jetzt das, was das erste Mal ausgedrückt wurde beim Öffnen. Zumachen. Oh, ist das jetzt viel. Also ist sehr viel Leben dran gegangen. Und hier bei diesem Loch, da standen jetzt schon Fäden raus und alles drum dran. Ich nehme jetzt die Rückseite einfach von diesem Gaffer und verteile das. Wer einen Schönheitspreis damit gewinnen möchte, macht es ordentlich. Mir ist es ziemlich egal, ob das schön ist. Ich will einfach keine Zuglöcher oder dass das mehr aufreißt. Und ja. Und wie gesagt, ich bin immer noch froh, dass es nicht im Schienbein gelandet ist, das Steigeisen. Denn meine neuen sind ziemlich scharf. Ja, das versteigert einfach so, dass die ganzen Fäden darin sind. Ja. Und ihr seht schon, das pappt wirklich wie Hölle. Ich pappe das jetzt einfach zu und lasse es so trocknen. Ja? Also kein Stress. Das war's schon. Wie gesagt, es fliegt Gore-Tex, wenn es gerissen ist. Also jede Membranjacke. Und kann man auch mal schön einstecken. Am besten in eine Tüte. Boote. Gummibälle zum Aufblasen, alles Mögliche. Ich danke euch. Nächstes Video gibt's wieder Samstag.